Bevor wir anfangen, hast du es mitbekommen, was wir machen? Ja, du also, fragst was und ich muss was antworten, oder? Genau. Wie immer, oder? Zürich oder Bern? Bern. Warum? Ja, weil ich meine längste Zeit in Bern verbracht habe, fußballerisch. Okay. Sollte ich jemals ins Gefängnis wandern, dann wegen? Ich glaube, das wird nie vorkommen. Dein peinlichster Spitzname, den du je hattest? Boah. Ja, vielleicht Tabak. Okay. Welche Schlagzeile würdest du am liebsten über dich lesen? Harry schlägt voll ein. In welchem Geschäft hast du bis jetzt das meiste Geld ausgegeben? Ich glaube, bei Kleider. Ja, also vielleicht Online-Shopping. Schlimmste Moment in deiner Karriere? Meine Knieverletzung. Wann war das? 2018. Mhm. Lange Ausfall dann? Ein Jahr. Also Kreuzband oder? Kreuzband, ja. Okay. War nicht eine schöne Zeit. War das so ein Moment, wo du dann gezweifelt hast, ob das Comeback gelingt und so? Ja, wie es kamen immer verschiedenste Gedanken. Man ist in, wie geht's weiter, was passiert, wie kommst du zurück, wann kommst du zurück? Also da schwirren schon ein paar Fragen im Kopf herum. Die herzlichste Begrüßung nach deinem Wechsel zur Austria kam von? Vielleicht Mandy Fischer. Okay. Hast du den vorher gekannt, oder? Nee, eigentlich nicht, aber er hat mich super aufgenommen. Also direkt gequatscht viel und so. Und ich hatte das Gefühl, das war gerade der super Anfang. Meine Schweizer Lieblingsspeise ist? Ich muss sagen, ich bin nicht so auf Schweizer Speisen. Also Käse mag ich gar nicht. Von daher Raclette, Fondue und so, das bin ich gar nicht. Also ich bin lieber so italienisch unterwegs. Der Mensch, auf den ich mich immer verlassen kann, ist? Mein Papa. Okay. Ist das auch jemand, der dich immer gefördert hat? Ja, ist einfach eine Person, wo ich hochschaue und ich würde sagen, also mein ganzes Leben konnte ich mich auf ihn verlassen, er auf mich. Also von daher ist das so die Person. Wofür lohnt es sich im Leben zu kämpfen? Ich glaube für alles, für deine Träume, für deine Ziele, für deine Absichten, für die Lebensfreude, für alles.